Ich hab noch gar kein Bild. Nein, ich muss den Scheiß nochmal machen. Oh, nee. Ich kaufe aber erst noch ein paar Sachen. Verfall brauche ich nicht. Brauche ich auch alles nicht. Da ist nichts bei, was wir holen könnten. So eine Scheiße, ey. Verdammtes Game, meine Güte. War das denn jetzt auf 3, ne? Ja. Familie herausreißen, um sie an eine Welt ohne Hoffnung zu verfüttern. Und wenn Utopia mit ihr stirbt, lieber schicke ich uns alle in den Tod. Leb wohl, Eleanor. Mutter wird auf dich warten. Da kommen sie, Vater. Halt sie in Schach, bis ich das Wasser zum Verdampfen bringe. Schnell speichern. Boah, ich kann so kotzen, ey. Gibt's doch gar nicht. Na komm schon, ich denke, wir sind gleich durch. Gleich verdampft es. Wenn ich das Prinzip mal wieder wechseln könnte, wäre da schon von Vorteil. Aber ich gehe schon mal hoch. Ich weiß ja ungefähr, wo wir hin müssen. Warum tauscht er mir schon wieder die scheiß Nieten? Das gibt's doch gar nicht. Gerade echt nervig hier. Ich hab's geschafft, Vater. Das Ballastwasser ist weg. Entriegle den Andockmechanismus.
Wir haben es geschafft, Vater. Wir starten. Schnell zum Aufzug. Ja, schnell zum Aufzug ist gut. Ich dachte, ich sollte da runter. Ach, da steht sie ja. Oder auch nicht. Jetzt kann ich meinen Charakter nicht bewegen. Die Bomben, Vater. Wir stürzen ab. Renn! Oh, fuck. Und dann, Vater, war der Traum von Rapture ausgeträumt. Du hast mir beigebracht, dass Böse nur ein Wort ist. Näher betrachtet ist es einfach ein Schmerz. Für dich, Vater, war Mitleid ein Sieg. Du hast dich geopfert, du hast gelitten und wenn sich die Gelegenheit bot, hast du vergeben. Immer. Mutter glaubte, diese Welt sei rettungslos verloren, aber sie hat sich geirrt, Vater. Wir sind Utopia, du und ich. Und indem wir ihr vergeben, lassen wir ihr die Tür. Raptures Traum ist ausgeträumt, aber im Erwachen werde ich neu geboren. Die Welt ist noch nicht bereit für mich, aber hier bin ich. Die Gefahr wäre groß, sie falsch einzuschätzen. Du bist mein Gewissen, Vater. Und ich brauche dich. Du musst mich führen. Du wirst jetzt immer bei mir sein, Vater. Deine Erinnerungen, das, was dich antreibt. Und wenn ich dich brauche, wirst du mir über die Schulter ins Ohr flüstern. Wenn Utopia kein Ort ist, sondern ein Volk, dann müssen wir sorgfältig wählen, denn die Welt wird sich ändern. Und in unserer Geschichte war Rapture erst der Anfang. Ja, wir sind durch. Trotz zahlreicher Abstürze haben wir es heute doch geschafft, durchzuspielen. Ich bin begeistert.
Muss sagen, dass wir auch nur auf normal gespielt haben. Es kam mir doch vor, als würden wir auf sehr schwer oder schwer spielen. Das war schon echt heftig. Und ich glaube sogar, wir haben eins der guten Enden bekommen. Die zweite Zahl soll wohl mehr als drei Enden haben. Und ich denke, wir werden wahrscheinlich das beste Ende gerade bekommen haben. Das heißt, wir werden nächste Woche Sonntag wahrscheinlich was anderes machen. Ich weiß noch nicht was, aber wir gucken mal. Es war echt geil, das Spiel. Abgesehen von den Abstürzen, muss ich sagen, hat es doch sehr viel Spaß gemacht. Es war jetzt nicht ganz so schlimm, wie letzte Woche gesagt worden ist, dass es einer der schlimmsten Teile ist. Ich muss sagen, es war okay. Es war jetzt nicht so unbedingt so gut wie der erste Teil. Wir haben ungefähr so Pi mal Daumen 10 Stunden gebraucht. Wir haben bis mal 3,5 Stunden circa Gameplay noch rausgeholt. Ja, muss aber sagen, ich freue mich schon auf den dritten Teil. Bin gespannt, wie der ist. Oder wir fangen nächste Woche Sonntag den dritten an. Ich gucke mal, wie groß der ist zum Runterladen. Hammer. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, der Teil. Freue mich schon auf den dritten. Der soll wohl einer der besten sein, der dritte Teil. Weil eigentlich müssten wir den dritten jetzt direkt hinterherziehen, dass wir wirklich alle drei Teile haben. Hammer. Er sah recht gut aus, das Ende. Ja, also ich muss sagen, also ich würde jetzt Tipps mal eins der besten nennen. Ich habe auch bewusst die Little Sisters gerettet. Ohne jetzt zu sagen, nee, ich entscheide spontan. Nein, das war gewollt so. Wir haben es im ersten Teil ja auch gemacht, also habe ich mir gedacht, machen wir es im zweiten genauso. Dass wir die retten und das haben wir im Endeffekt ja auch gemacht. Dass wir die gerettet haben. Ich denke, wenn wir die Leute, bei denen wir die Wahl hatten, getötet hätten, wäre es wahrscheinlich ein anderes Ende geworden. Weil die Eleanor hat ja quasi durch uns das gesehen und sie handelte ja. Also die hat sich da ein Beispiel, sage ich jetzt mal, dran genommen. Wie wir quasi agiert haben. Und ich denke, da wir die Little Sisters gerettet haben und auch die drei Leute im Leben gelassen haben, werden wir wahrscheinlich das beste Ende bekommen haben. Ja, das heißt für mich gleich, ich darf gleich anfangen, die Videos zu schneiden. Darf die fertig machen und einplanen. Aber ich glaube, der Teil kommt erst. Oh. Im Juni. Im Juni kommt der erst auf den Kanal. Heißt, heute in 4 Monaten kommt das Finale dann auf YouTube. Das heißt, wenn die Leute das nachher auf YouTube gucken, wir haben das im Februar, Ende Februar haben wir das gespielt. Ja, warte mal, 27. Februar haben wir heute, ne? Wir haben noch gar nicht den 28. Ne, 27. haben wir heute. Ja, schön. Dann lasse ich jetzt noch die Outro durchlaufen und dann bin ich dann auch weg. Ich habe morgen leider Frühschicht, ich muss morgen leider zur Frühschicht gehen, da kann ich heute nicht allzu lange machen. Ich wünsche euch schon mal, alle die noch da sind, einen schönen Sonntagabend und wir sehen uns dann morgen wieder. God of War.